Handysektor erklärt. Was ist eigentlich ein Bewegungsprofil? Das ist Tom. Tom hat ein schickes Smartphone. Auch sonst ist Tom ein richtig cooler Typ. Tom mag Lisa. Tom mag aber auch Tina. Heute besucht Tom Lisas Haus. Natürlich hat er auch sein Smartphone mit dabei. Was Tom bisher nicht weiß, er steht unter ständiger Beobachtung. Denn sein Smartphone wird metergenau geortet. Aber wie genau funktioniert das? Toms Smartphone verbindet sich mit der nächsten Funkzelle. Diese Funkmasten stehen überall in der Landschaft verteilt. Auf dem Land rund alle 20 Kilometer, in der Stadt alle paar hundert Meter. Somit weiß der Netzanbieter, wo Tom gerade ist und kann ihm Anrufe oder SMS weiterleiten. Vor einiger Zeit sind die Google Street View Autos durch alle Straßen gefahren. Sie haben nicht nur Fotos gemacht, sondern auch den Namen und die Position aller drahtlosen Internetverbindungen, den sogenannten WLANs, gespeichert. Toms Smartphone sucht automatisch nach WLANs in der Umgebung. Die Ergebnisse gleicht es mit einer Datenbank im Internet ab. Das ist wie ein Fingerabdruck, der verrät, in welcher Straße Tom gerade ist. Als drittes kann Tom noch über das Satellitensystem GPS geortet werden, denn heutzutage hat jedes Smartphone einen eingebauten GPS-Chip. Das Smartphone kann damit Toms Position auf wenige Meter genau bestimmen. Aus all diesen Ortungsdaten entsteht ein Bewegungsprofil. Ein riesiger Datensatz. Jede Bewegung von Tom wird damit dokumentiert und teilweise sogar sehr lange gespeichert. Viele Apps auf Toms Smartphone verwenden diese Daten. Sie wissen also, wo Tom gerade einkauft, wo er zur Schule geht oder wo er gerade mit seinen Freunden feiert. Zurück zu Lisas Haus. Dort postet Tom sein Lieblingslied auf Facebook. Dabei wird sein Standort ermittelt und für alle öffentlich auf Facebook sichtbar. Das sieht auch Tina und macht sie rasend eifersüchtig. Gäbe es den Gefällt-mir-nicht-Button, sie würde ihn jetzt gerne drücken. Mit Tom will sie nichts mehr zu tun haben. Das macht Tom traurig. Er ärgert sich über sein Smartphone und darüber, dass so viele Daten ungefragt über ihn gesammelt werden. In Zukunft wird Tom daher besser aufpassen und wann immer möglich sein WLAN und GPS ausschalten oder, wenn er ganz privat sein möchte, sein Smartphone komplett abschalten.